Rudolf von Ribbentrop, Sohn des deutschen Außenministers, war ein weiterer gefeierter Panzerkommandant dieser schwierigen Zeit. Die Wege für den Nachschub wurden immer länger und die Tausende von Kilometern, die diese Fahrzeuge zurücklegen mussten, forderten die Belastbarkeit des Materials heraus. Die Wetterkonditionen veränderten sich von Staub zu Matsch und Schnee und machten den Motoren zu schaffen. Es war einfach nicht genug Zeit für Wartung und Reparatur. Abgesehen von ihrer robusten Erscheinung sind Panzer anfällige Maschinen. Sie sind nicht gebaut, um lange Strecken auf ihren Ketten zurückzulegen. Sie brauchen konstante Aufmerksamkeit und ständige Wartung. 1942 war die Ersatzteillieferung auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Durch den Staub im Sommer waren die Luftfilter der Panzer verstopft, was zu einem überhöhten Ölbedarf und damit zu einem enormen Treibstoffverbrauch führt. Die deutschen Linien erstreckten sich mehr als 3000 Kilometer entfernt von Berlin und jedes einzelne Ersatzteil musste an die Front transportiert werden. Und das über ein limitiertes Eisenbahnnetz und gut sichtbar für russische Partisanen. Und die Anzahl der russischen Panzer T-34 wuchs ständig an. Im November 1942 brach der deutsche Sturm zusammen. Waren in separaten schweren Panzerbataillonen aufgeteilt. Das Ziel war, die Gegenwehr des Feindes zu brechen und mit konzentrierter Feuerkraft zu operieren. Der Tiger musste sehr lange Strecken zurücklegen, speziell bei Nacht. Dafür musste man auf Windrichtungen achten und wissen, wo die Versorgung mit Ersatzteilen gewährleistet ist. Die exzellente Kombination eines 88mm Geschützes und starker Panzerung gepaart mit angemessener Beweglichkeit machte den Tiger zur stärksten Waffe der Wehrmacht. Der Tiger war eine präzise und kraftvolle Waffe. Seine Stärke lag in konzentrierten und rücksichtslosen Attacken. Dieser deutsche Panzer wurde in dem Mittelpunkt der Schlacht gebraucht, wo seine Präsenz Entscheidungen treffen konnte. Alle anderen Waffen richteten sich nach dieser Taktik. Aus Erfahrung wusste man, wie man am effektivsten in ein Gefecht geht. Man beschäftigt den Feind mit Feuer von leichteren Panzern, während der Tiger die Angriffe flankiert und seine Vormachtstellung bei der Feuerkraft ausspielt und die Schwachstellen der Gegner trifft. Für Kampfhandlungen in Wohngebieten war der Tiger nicht geeignet. Aufgrund seiner Größe kam er für den Haus-zu-Haus-Kampf nicht in Frage. Auch das lange Geschütz barg die Gefahr, dass sich der Panzer festfährt.
Obwohl nur 80 Tiger bis Ende Januar 1943 ausgeliefert wurden, ging die Technik auf, denn sie erreichten über 400 Volltreffer. Die Alliierten wurden nervös. Bis dahin wurde kein einziger Tiger erbeutet. In Tunesien wurde diese Maschine abgeschossen und erbeutet. Nun steht sie im Panzermuseum in Bovington. Im Jahr 1943 wurde dieses Objekt der Begierde von keinem Geringeren als Winston Churchill und König Georg VI. Inspiziert. Der Panzer war das Objekt einer frühen Armeestudie, die einige bemerkenswerte Schlussfolgerungen zuließ. Jeder Millimeter des Panzers wurde von einem Expertenteam unter die Lupe genommen. Ein Experte kam zu folgendem Resümee: Dieser Panzer hat eine höhere Feuerrate als unsere eigenen. Fünfmal wurde auf ein sich mit 15 Meilen pro Stunde bewegendes Ziel geschossen, welches 1370 Meter entfernt war. Dreimal wurde getroffen. Bei einem weiteren Versuch wurde ein Ziel in 1600 Meter Entfernung getroffen. Die Studie belegte, dass das Design wohl überlegt war. Alles in allem war der Panzer eine respektable Kampfmaschine und ihren Feinden weit überlegen. Und das wurde nicht unterschätzt. Aber es gab noch mehr schlechte Nachrichten für die Alliierten. Parallel zum Tiger hatte die deutsche Rüstungsindustrie noch einen mittleren Panzer in der Klasse des T-34 entwickelt. Dieser Panzer hatte die gleiche Schutzschicht, breite Ketten und sogar ein ähnliches 75mm Geschütz. Als das Fahrzeug seine Vorserienprobleme auskuriert hatte, wurde es zum besten Panzer des Krieges. Es war ein viel besseres Fahrzeug als der T-34, aber das Problem der Wartung blieb erhalten. Der Panzer war nie in den Stückzahlen lieferbar, die der Krieg im Osten benötigte. Obwohl 6000 Stück gebaut wurden, waren es nicht genug, weil die Anzahl der Hergestellten die Anzahl der Zerstörten nicht überschritt. Es wurde festgestellt, dass vom Mai 1944 bis zum Ende des Krieges nur 400 Panzer in der gesamten deutschen Armee zur Verfügung standen. Mit dem Wissen um diese Tatsache wäre es nötig gewesen, 10 russische Panzer zu zerstören, um den Verlust eines eigenen Panzers zu kompensieren. In Wirklichkeit war das Verhältnis nur 4:1, welches aber trotzdem für den Tiger sprach. Auch an der Westfront, wo die alliierten Panzer die gleiche zahlenmäßige Überzahl erreichten, war das Verhältnis ein deutscher Panzer gegen 3 alliierte Panzer. Es war interessant, dass nur eine kleine Anzahl des deutschen Tiger von alliierten Panzern zerstört wurden. Die meisten fielen Angriffen aus der Luft zum Opfer oder sie blieben liegen und wurden von der Besatzung zerstört.
Ab 1944 bekamen die deutschen Divisionen die Bombardierungen durch die Alliierten noch deutlicher zu spüren. Die Treibstoffverknappung zerstörte die Panzer genauso wie die alliierte Armee. Bevor sie verschwanden, kämpfte die kleine Gruppe der Tiger heldenhaft. Ein Mann wird wohl für immer mit den Tigern in Verbindung gebracht. Es war Michael Wittmann von der 1. SS-Panzerdivision. Wittmann war für eine große Anzahl zerstörter angloamerikanischer Panzer verantwortlich. Bis zum Juni 1944 löschten Wittmann und seine Mannschaft mehr als 130 russische Panzer aus, bevor sie zur Westfront kommandiert wurden. Dort fand eine der berühmtesten Panzerschlachten des Krieges statt. Während dieser Kämpfe griff Wittmann am 13. Juni 1944 mit seinem Panzer in Villers-Bocage allein eine Panzerkompanie der berühmten britischen Desert Rats an, die aus einem Waldstück kamen. Wittmann entdeckte diese Panzergruppe während einer Einzelaufklärung. Unter seiner Führung gelang es, innerhalb von wenigen Minuten und mit Hilfe des herbeieilenden Zugführers Stamm mit mehreren Panzern 25 Panzer der britischen Panzerdivision zu zerstören. Im Jahr 1944 wurden in Deutschland etwa 20.000 gepanzerte Fahrzeuge hergestellt, aber die Zahlen der Verluste auf den Schlachtfeldern lag bei 23.000 Fahrzeugen. Also verringerte sich im Verlauf des Jahres 1944 die Anzahl der Deutschen. In Falaise wurden die Deutschen von alliierten und polnischen Panzerverbänden eingekesselt. Die Verluste waren so hoch, dass sich die deutsche Armee nicht wieder davon erholte. Nach offiziellen Angaben waren 11 Panzerdivisionen aus dem Kessel entkommen. Allerdings verfügten diese Divisionen zusammen über weniger als 100 Panzer. Zehntausende Soldaten verloren ihre Ausrüstung. Der Kessel von Falaise wird somit auch als ein deutsches Dünkirchen bezeichnet. Die Alliierten erreichten am 25. August Paris und befreiten noch vor Jahresende ganz Frankreich. Die Alliierten besaßen nun die absolute Lufthoheit und die Luftwaffe hatte alle Hände voll zu tun, die flüchtenden Verbände der Deutschen zu verfolgen. Im August 1944 gab es in Frankreich keinen operierenden Tiger mehr. Dieser Umstand ließ die deutsche Führung verzweifelt nach einer Lösung suchen.